Europäische Union will zum ersten klimaneutralen Kontinent werden und hat dafür den European Green Deal ins Leben gerufen. Ein wichtiger Eckpfeiler dieser Strategie ist die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP. Diese trat nach zwei Übergangsjahren jetzt zum 01.01.2023 in Kraft und sie bringt für Landwirte einige bedeutsame Änderungen mit sich. Welche das sind, auf was sich die Betroffenen nun einstellen müssen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, darüber spreche ich mit Benjamin Hummel, Leiter von ETL Agrar und Forst. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ETL Aktuell. Benjamin, eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, die hat es doch eigentlich auch in den vergangenen Jahrzehnten schon gegeben. Was ist denn jetzt so neu? Ja, das hat es. Neu ist tatsächlich, wie in vielen Bereichen, sie wurde mehr oder weniger komplett reformiert. Die Zielstellung ist auch eine andere. Während vor einigen Jahrzehnten tatsächlich die Zielstellung eher in der Preisstabilität war und der Stärkung der Einkommen der Landwirte, ist jetzt auch vor dem Hintergrund des Green Deals vielmehr der Klimaschutz, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund gerückt. Und das ist auch einer der wesentlichen Kernpunkte der sogenannten GAP-Reform. Und wo bleibt dabei, wenn ich so viel Green Deal höre, die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft? Weil das ist ja auch immer noch ein Problem für viele. Das ist tatsächlich für viele ein Problem. Alles wird teurer. Das merken natürlich auch die Landwirte. Insbesondere aber auch die Verfügbarkeit bestimmter Produktionsmittel wie Dünger ist sehr begrenzt aktuell. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Mit der GAP-Reform soll natürlich auch das Einkommen oder die Einkommensausfälle durch Gemeinwohlarbeit wie beispielsweise den Umweltschutz ein bisschen kompensiert werden. Deswegen ist die Fördermittelbeziehung ein wesentlicher Einkommensschwerpunkt tatsächlich mittlerweile für die Landwirte. Da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Das klingt auf jeden Fall ganz schön große Reform, ganz schön kompliziert. Absolut. Was sind denn so die allerwichtigsten Bestandteile, die allerwichtigsten Neuerungen? Also Green Deal, klar, aber was heißt es konkret? Genau. Also die GAP kann man sich so vorstellen, dass sie die Regeln, die Spielregeln der Landwirtschaft vorgibt. Und die Landwirte erhalten ihre Subvention, die EU-Mittel, wenn sie die Regeln einhalten. Und welche sind das? Welche sind das? Genau, also hier gibt es so schöne Vokabeln wie Glötz. Das ist der gute landwirtschaftliche und ökologische Zustand der Flächen. Darin sind bestimmte Maßnahmen festgelegt, was der Landwirt darf und was er nicht darf. Beispielsweise ist die Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln jetzt ein großes Thema in der GAP, genauso wie die Ausbringung von Düngern. Das ist ja heutzutage ja auch durch die Medien bekannt, dass es ein Nitratproblem gibt und mit der GAP-Reform oder mit den Spielregeln möchte eben die EU eine Regelung finden, diesen Einsatz von diesen synthetischen Düngern auch zu reglementieren. Was passiert, wenn ich mich nicht an die Spielregeln halte? Gibt es dann Strafen oder nur keine Subventionen, was am Ende ja auch eine Strafe wäre? Ja, dabei muss man differenzieren. Also es gibt einmal die Spielregeln der GAP, die in der neuen Konditionalität niedergeschrieben sind. Wer sich daran nicht hält, der bekommt Sanktionen, also sprich weniger Fördermittel. Gleichzeitig ist natürlich aber auch einiges im Fachrecht niedergeschrieben. Also wer jetzt beispielsweise Glyphosat ausbringt, wo es definitiv nicht erlaubt ist, der hat neben Sanktionen auch Strafen zu befürchten. Das sind jetzt ganz schön viele Fachbegriffe. Glötz hast du gerade schon ausformuliert. Kannst du uns trotzdem nochmal so die zentralen Begriffe erklären, die neuen Begrifflichkeiten, worauf man sich da einstellen muss? Ja, gerne. Also im Rahmen der Reform der GAP wurden auch wieder relativ viele, ich nenne es mal neue Vokabeln, ins Leben gerufen, die der Landwirt erstmal lernen und verstehen muss. Beispielsweise waren die Regeln zuvor in der sogenannten Cross-Compliance-Verpflichtung niedergeschrieben. Und darüber hinaus gab es die bekannte Greening-Verpflichtung. Also der Landwirt erhält zusätzliche Förderung, wenn er sich an gute ökologische Standards hält. Beides wurde zusammengeführt in die sogenannte Konditionalität. Und unter dieser Konditionalität findet man die sogenannten Glötz-Regelung
Und auch die sogenannte GAP, also das ist jetzt im Gegensatz zur GAP mit P, mit B, die Grundanforderung an die Betriebsführung. Also es sind ein Haufen neuer Begriffe, die jetzt in den Rahmen geworfen wurden, beispielsweise auch die Basisprämie, so wie sie früher hieß, heißt jetzt nicht mehr Basisprämie, sondern es ist eine Einkommensstütze für Nachhaltigkeit. Und ja, das ist natürlich erstmal für die Landwirte, sie mussten schlucken, als sie erstmal diese vielen Begriffe gelesen haben. Ich könnte mir vorstellen, ihr habt da gerade bei ETL Agrar und Forst einiges zu tun, einiges an Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Aber warum muss ich das alles wissen? Wenn ich jetzt Landwirtin bin, die extrem nachhaltig sowieso schon unterwegs ist, vielleicht habe ich einen Biohof, was auch immer, passiert das dann nicht sowieso alles schon automatisch, was da jetzt neu in der Reform ja einfach vielleicht nur umformuliert, wenn man es böse sagen möchte, neu formuliert wurde? Das hängt tatsächlich sehr von der Betriebsstruktur ab. Bei Biobetrieben oder Betrieben, die ökologisch wirtschaften, hast du recht. Da sind viele Maßnahmen wie der Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln ohnehin verboten. Heißt jetzt nur irgendwie anders und wird anders verbucht. Genau, genau. Also eine Herausforderung stellt die neue GAP-Regelung insbesondere auch für spezialisierte Betriebe im konventionellen Bereich dar. Zum Beispiel? Das sind beispielsweise Betriebe mit Biogasanlagen oder großen Milchviehanlagen, die darauf angewiesen sind, jede Menge Futter zu produzieren oder Eingangssubstrate für die Biogasanlage. Für diese Betriebe ist es natürlich notwendig, auf den Flächen Dünger auszubringen und auch Pflanzenschutzmittel anzuwenden. Und da gibt es eben jetzt neue Verordnungen, dass es nicht mehr so passieren darf, wie sie es bisher getan haben. Ganz genau. Zum Beispiel der Fruchtwechsel ist für diese Betriebe eine Herausforderung. Das bedeutet, dass nicht Mais nach Mais angebaut werden muss. Das sorgt dafür, dass eben diese Monokulturen ein bisschen heruntergeschraubt werden sollen. Er muss dann eine Zwischenfrucht anbauen oder eben auf eine andere Kultur wechseln. Und das ist eben für einige Betriebe, die so speziell ausgerichtet sind, schon eine Herausforderung. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall, wenn ich weiter Subventionen bekommen will, Prämien beziehen will, darüber sprechen wir auch gleich, mein ganzes Geschäftsmodell einmal zumindest überdenken und überprüfen, im Zweifel sogar massiv anpassen? Das ist richtig. Also wir empfehlen unseren Mandanten, die GAP als Grundlage für eine Weichenstellung zu nehmen. Wir sprechen mit den Landwirten genau durch, was sind die Ziele in der Produktion und wie kann man die Anforderungen der neuen GAP mit einer Produktivität in Einklang bringen. Und das ist eine Herausforderung für die Berater als auch für die Landwirte, weil es eine sehr komplexe Zusammenhangsvielfalt gibt. Ich habe gerade schon den Prämienbezug angesprochen. Da gibt es ja verschiedene Säulen, eine erste, eine zweite. Woraus setzen Sie sich zusammen und was hat sich da vielleicht auch verändert? Genau. Also in der ersten Säule, das sind die sogenannten Direktzahlungen, wo eben auch diese Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit besteht. Das ist eine, oder man kann sich vorstellen, als Förderung pro Fläche, die Direktzahlung. Die wurde jetzt durch die neue GAP ziemlich herabgesenkt auf, sagen wir mal, 150 Euro je Hektar. Mhm. Vorher gab es eben noch die Greening-Verpflichtung. Das heißt, wenn der Betrieb beispielsweise einen gewissen Anteil an sogenannter ökologischer Vorrangfläche vorhält, dann wird ihm automatisch für alle Flächen diese Greening-Prämie bezahlt. Die ist jetzt komplett entfallen, sondern dafür gibt es die sogenannten freiwilligen ökologischen Regelungen oder die Eco-Schemes. Mhm. Das kann man sich eben vorstellen als einjährige Verpflichtung, wo der Landwirt dann genau entscheiden kann, welche Maßnahmen passen auf seinen Betrieb, welche Maßnahmen oder Verpflichtungen kann er eingehen und bekommt denn dafür eine Entschädigung. Und wie gut sind die Landwirte darauf vorbereitet? Was erlebst du da in den Kundengesprächen? Weil es gab ja eine Übergangsfrist. Jetzt müssen sie nach dem neuen Standard arbeiten. Haben da auch einige eine böse Überraschung erlebt oder war allen klar, was da kommt? Ja, das ist leider so. Also tatsächlich ist die Informationsweiterleitung da auch, gerade in den neuen Bundesländern, wo es keine landwirtschaftlichen Kammern gibt, ein bisschen ins Stocken geraten. Und das Ganze ist jetzt auch durch den Regierungswechsel, durch Faktoren wie dem Ukraine-Krieg, mussten bestimmte Punkte noch überarbeitet werden. Also beispielsweise
hat die EU-Kommission jetzt erst im Dezember das Strategiepapier von Deutschland tatsächlich erst freigegeben. Ja? Und wir sehen schon diesen kurzen Spielraum. Ja? Im Dezember werden die Regelungen freigegeben und ab Januar gelten sie bereits. Mhm. Und das ist für viele Landwirte eine Herausforderung, weil man auch nicht so genau wusste, ja, gilt die Regel jetzt, gilt die Regel nicht. Beispielsweise diese 4% Stilllegung hat man ja auch in den Medien so ein bisschen wahrgenommen, dass die Landwirte durch die neue GAP gezwungen werden, 4% ihrer Ackerflächen aus der Produktion herauszunehmen, also die Flächen stillzulegen. Hintergrund ist die Förderung der Biodiversität auf den Flächen, aber gleichzeitig durch den Konflikt in der Ukraine ist natürlich das Thema Ernährungssicherheit wieder ziemlich hoch auf der Agenda. Und das steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch. Und da diesen genauen Kompromiss zu finden, das war schon eine ziemliche Herausforderung. Du hast gerade ein spannendes Stichwort genannt, Strategieplan. Alle EU-Mitgliedstaaten müssen ja für diese neue GAP-Förderperiode ab 2023, also jetzt, einen nationalen Strategieplan vorlegen. Was hat es damit genau auf sich? Was steht da drin? Ja, also beispielsweise bei Deutschland sieht der nationale Strategieplan so aus, dass er sich eben schon sehr an den Zielen des Green Deals orientiert. Also es soll die Biodiversität gefördert werden, der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Düngern soll reduziert werden. Und gleichzeitig gibt es ja auch das Ziel, die Ausweitung des ökologischen Landbaus. Das ist beispielsweise auch ein Baustein des nationalen Strategieplans, diese Themen gezielt voranzubringen. Was kommt denn dann ganz konkret auf die deutschen Landwirte zu, wenn ich mir jetzt diesen Strategieplan der Bundesregierung anschaue? Ja, das sind insbesondere eben die Tatsachen, dass der Betrieb sozusagen dadurch gezwungen wird, ökologischer zu wirtschaften. Also er verzichtet zu einem gewissen Teil auf seine Produktivität, indem er Pflanzenschutzmittel und Dünger einsetzt und fährt auf einem geringeren Produktionsniveau. Das bedeutet auch, dass die Qualitäten in manchen Beziehungen, beispielsweise bei Weizen, nicht eingehalten werden. Und das ist natürlich für die Landwirtschaft schon eine Einbuße. Aber eigentlich, wenn man es ein bisschen zuspitzen möchte, und ich bin ja Journalistin, ich darf das, tut man den Landwirten damit nicht unbedingt was Gutes, oder? Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Also Landwirte sind natürlich auch Unternehmer. Sie möchten produzieren und auch vor den Herausforderungen oder den Gegebenheiten, die es aktuell eben gibt. Und das ist der Einsatz von Pflanzenschutz, Düngemitteln. Und die zu reduzieren, das ist natürlich, das macht kein Unternehmen gerne. Der sagt, ja, fahr mal deine Produktion ein bisschen runter, werd mal ein bisschen ineffektiver zum Wohle der Allgemeinheit. Aber dafür ist ja auch zum gewissen Teil die Agrarförderung oder die Agrar- und Umweltmaßnahmen gedacht, eben diesen Schaden, den der Landwirt dadurch erleidet, wieder zu kompensieren. Und da muss man jetzt schauen, ob das auch wirklich klappt mit der Kompensation. Das wird sehr spannend. Also es gibt sehr viele Punkte, die sicherlich noch neu überdacht werden müssen. Ja, beispielsweise, was mir auch sehr fehlt an der ganzen GAP-Reform, ist, wir haben jetzt bis 2027 die Verteilung der Fördermittel. Aber ein Thema wie die Inflation ist hier noch gar nicht mit eingearbeitet worden. Mhm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was sich konkret auf dem Feld verändert. Was wird denn für den Verbraucher anders? Was wird sich da verändern? Wird es alles noch teurer, weil noch mehr Bio draufsteht? Noch mehr Bio, noch teurer. Ja, also der Verbraucher erlebt es jetzt ja schon beim Einkaufen. Die Lebensmittel werden teurer, insbesondere die eben auch nicht direkt verarbeitet werden, sondern auch gekühlt werden. Das sind insbesondere frische Produkte wie Fleisch und tierische Produkte, Milch, Eier. Ich habe von meinem Biobauern gerade einen Schreck bekommen, als ich Eier gekauft habe. Ich habe gedacht, wow,
Ist doch nur ein Paket. Ja, also grundsätzlich begrüße ich das, dass die Produkte wieder auch in ihrem Wert geschätzt werden und auch den Wert haben. Gleichzeitig denke ich, dass langfristig aber auch eine Änderung im Sortiment passieren wird. Ja? Beispielsweise haben wir jetzt schon viele Nahrungsmittel, die aus Lupinen hergestellt werden beispielsweise oder Sojaprodukte. Dabei geht es nicht unbedingt darum, Fleisch zu ersetzen, sondern wir bringen einfach neue Nahrungsmittel oder die jetzt für uns als Mitteleuropäer erstmal neu erscheinen auf den Markt. Also wird sich im Sortiment was tun, es wird sich wahrscheinlich an den Preisen weiter etwas tun und im Zweifel auch an der Qualität? Ja, das mit der Qualität ist immer schwierig. Ne? Was ist besser, bio oder konventionell? Da hat jeder sicherlich seine eigene Meinung drüber. Das finde ich auch völlig gerechtfertigt. Aber ich denke oder würde es auch begrüßen, dass eben diese Vielfalt auch an Fleischprodukten, die mehr oder weniger fast zu jeder Tages- und Nachtzeit überall in Hülle und Fülle verfügbar sind, dass mit diesen Ressourcen doch auch schon sinnvoller umgegangen wird und eben auch die Lebensmittelverschwendung dadurch ein bisschen eingegrenzt wird, was ja auch in gewisser Weise ein Baustein des Green Deal ist. Mhm. Wie unterstützt ihr denn als ETL Agrar und Forst eure Mandanten in diesem ganzen Prozess? Wir unterstützen unsere Mandanten dabei, indem wir erstmal mit dem Mandanten überhaupt die Regeln der neuen GAP durchgehen. Wie ich eingangs sagte, ist das als Weichenstellung zu betrachten. Da spielen natürlich ökologische, aber auch ökonomische Faktoren eine große Rolle. Und da ist eine sehr breite Vielfalt an einzelnen Fördermitteln geben und auch die Länge der Verpflichtung eine große Rolle. Da setzen wir uns gezielt mit dem Landwirt hin und bauen ihm sozusagen ein Konzept, wie er seine Fördermittel optimieren kann. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch wichtig, dass in der Betriebsführung geschaut wird, wo können wir effizient Kosten einsparen. Und da ist heutzutage insbesondere bei dem Dieselverbrauch oder bei einem Stromverbrauch, das sind so Faktoren, wo wir auch dem Landwirt schon mal anhand seiner Zahlen sagen können, hey, schau mal gezielt, ob da nicht noch Potenzial ist zum Sparen. Das sind ja schon mal 2, 3 Handlungsempfehlungen. Welche würdest du den Landwirten jetzt noch mit auf den Weg gehen? Was sind so die dringendsten Punkte, die sie ganz schnell angehen müssen? Ja, also in diesen unsicheren Zeiten, wie wir sie ja jetzt leider haben, ist Liquidität ein Thema. Ja, vielfach wird auf Kredit gekauft. Jetzt momentan ist unsere Empfehlung, lieber schauen, dass wir doch bei dem Eigenkapital uns im Aufbau befinden, Liquidität vorhalten können, keine großen Investitionen tatsächlich tätigen, also Kapitaldienst oder Finanzierung eingehen und auch bei den Betriebsmitteln genau schauen. Ja, da muss man natürlich abwägen, ist es jetzt sinnvoller, den Stickstoffeinsatz zu reduzieren, weil er eben sehr teuer ist, also weniger düngen und weniger ernten, oder lieber doch auf, ich sag mal, Sparflamme düngen, aber dafür stabile Erträge liefern. Das waren ja jetzt schon ein paar Handlungsempfehlungen. Welche würdest du den Landwirten noch mit auf den Weg bringen? Und was sind so die wichtigsten Punkte, die sie jetzt ganz schnell angehen sollten? Also neben den schon genannten Punkten ist es wichtig für die Landwirte, eben die 3 Punkte verstehen, berechnen und umsetzen der GAP-Reform. Und hierbei unterstützen wir eben, indem wir auch die Informationen liefern und zum Teil die Richtlinien auch den Landwirt in gewisser Weise übersetzen können. Mhm. Dazu haben wir beispielsweise auf unserer Internetseite sehr viele Informationen bereitgestellt und haben den Landwirten auch sowas wie ein White Paper, eine Handlungsempfehlung an die Hand gegeben. Mhm. Ich glaube, das ist auch dringend nötig. Die europäische Agrarreform oder Agrarpolitik vielmehr ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Vielen Dank für die Aufklärungsarbeit und dass du ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.